Auf dem Weg nach Mauritius lagen dann erstmal ganz viele Seetage vor uns und weil so viele von euch gefragt haben, gebe ich euch hier mal einen kleinen Einblick, was während dieser Zeit so passiert ist. Ja, und wie ihr sehen könnt, wurden wir unter anderem von Delfinen begleitet. Je länger wir unterwegs waren, desto mehr haben wir uns über jeden Seetag gefreut, denn wir brauchten die Zeit wirklich, um einfach mal wieder runterzukommen und alles Erlebte zu verarbeiten. Außerdem hat man während der Seetage endlich mal Zeit, alles auszuprobieren, was an Bord so geboten wird, denn da gibt es ja doch einiges an Programm und es wird auf gar keinen Fall langweilig. Damit an Bord ja keine Langeweile aufkommt, gab es dann regelmäßig Poolbrunch und auch Frühshoppen, wie ihr hier sehen könnt. Ja, und da hat DJ Markus den Leuten wirklich ordentlich eingeheizt, würde ich sagen. Aida! Währenddessen saßen Tini und ich ganz oft nebenan in der Distille und haben Reisetagebuch geschrieben oder auch unsere Bilder und Videos ausgetauscht. Ja, und wie ihr sehen könnt, hatten wir wirklich einiges an Equipment dabei und das kann ich euch auch nur empfehlen, also wirklich eine externe Festplatte mitzunehmen und auch an alle Kabel und Adapter zu denken. Und weil in Mauritius ein weiterer Reiseabschnitt zu Ende gegangen ist, gab es natürlich auch wieder eine Farewell-Show. Da wurde dann auch wieder der Smiling Star verliehen. Das ist ein Award, den bekommen ja Crewmitglieder für ihre besondere Leistung. Und natürlich hat sich am Ende auch die ganze Crew von den PassagierInnen verabschiedet, die in Mauritius abgestiegen sind. Hi und guten Morgen zusammen. Ich bin Niklas, Gastgeber hier an Bord von Aida Mar. Und ihr habt mich ja in ein paar Videos schon von Noel gesehen, der gute Laune-Gastgeber. Und heute stellt mir Manuel ein paar Fragen, wie es hier zum Leben an Bord so ist. Niklas, du hast ja gerade schon gesagt, dass du Gastgeber hier an Bord bist. Was hast du denn genau für Aufgaben und wie unterscheidet sich vielleicht auch die Weltreise von anderen Einsätzen, die du schon gefahren bist? Wie man an meiner Stimme hört als Gastgeber, ist man für den gesamten Spaß hier verantwortlich, für Moderation auf der Bühne, für die ganzen Spiel und Spaß, Volleyball, Basketball, Shuffleboard, Boccia oder Spieletreffs, Tanzen gehört auch noch dazu. Und ja, wir sind quasi das Bindeglied zwischen Company und den Gästen. Ja, und wie unterscheidet sich diese 117 Tage Weltreise von anderen? Wir können eine viel engere Gästebindung aufbauen, man ist viel vertrauter, kommt so ein bisschen über den Smalltalk hinweg, wenn man so viele Tage zusammen auf See verbringt und in den Häfen. Und das ist einfach super schön, dass das möglich ist auf dieser Reise. Wie bist du denn dazu gekommen? Wolltest du schon immer auf einem Schiff arbeiten? Nee, eigentlich nicht. Also ich heiße Niklas Bahn, habe Luftverkehrsmanagement studiert und habe es jetzt irgendwie hier meinen Weg an Bord geschafft. Normalerweise ist für andere Arbeiten die Hölle, für mich ist es der Himmel. Aber den Weg in den Luftverkehr habe ich jetzt erstmal nach meinem Studium unterbrochen, um jetzt erstmal hier an Bord von Aida ein paar Erfahrungen zu sammeln. Und dann soll es eigentlich wieder in den Luftverkehr zurückgehen. Aber wer einmal hier an Bord angefangen hat, man weiß nie, ob man wieder zurückkommt. Und wie bist du dann am Ende zu Aida gekommen? Ja, nachdem ich Luftverkehrsmanagement fertig studiert hatte, also meinen Bachelor gemacht habe, lag ich in meinem Bett und habe auf Instagram die Werbung gesehen von uns, von Aida, werde Gastgeber bei uns an Bord. Du kannst die Welt sehen und dabei was Geld verdienen. Da habe ich gedacht, das hört sich eigentlich richtig gut an. Habe noch am selben Tag die Bewerbung abgeschickt und dann bin ich den gesamten Bewerbungsprozess langgelaufen und ja, habe es dann letztendlich geschafft und habe dann angefangen auf Aida Cosma und auf Aida Nova zu arbeiten und jetzt ein Jahr später bin ich schon hier auf Aida Mar auf Weltreise. Aber du reist ja nicht nur während deiner Arbeit viel. Meistens ist es ja so, wenn du nach Hause kommst, dann reist du schon direkt wieder los. Wo bist du denn schon überall gewesen? Das ist eine gute Frage. In den letzten 7 Jahren war ich in über 70 Ländern unterwegs mit dem Rucksack. Meine Lieblingsländer in Nordamerika, Alaska und Hawaii. In Südamerika war ich in Peru zum Beispiel, das hat mir am besten gefallen. In Afrika, Namibia, Island ist mein absolutes europäisches Lieblingsland. Indien, in Asien war der absolute Hammer und ein richtiger Kulturschock, das kann ich jedem nur ans Herz legen.
Und mein Lieblingsland in der gesamten Welt, wenn ich eins nennen müsste, ist Australien. Weil Australien ist nicht nur der Hammer, sondern direkt der ganze Werkzeugkasten. Und wie muss ich mir dann so einen klassischen Urlaub von dir vorstellen? Ja, das kommt immer so ein bisschen darauf an, wo es hingeht. In Russland zum Beispiel bin ich mit der Transsibirischen Eisenbahn gefahren, da läuft dann alles über den Zug. Oder zum Beispiel in Afrika bin ich alles mit einem großen Overland-Truck gefahren. Aber normalerweise sieht es so aus, dass ich einfach mich an die Straße stelle in der entsprechenden Region, dass ich hitchhike, dass ich in Hostels bin, wo ich Gleichgesinnte treffe. Und dann macht es einfach super viel Spaß und es ist eigentlich egal, wo man ist, man hat immer eine gute Zeit. Jetzt hast du ja sogar deine eigene Reiseshow. Was hat dich denn dazu bewogen, deine Erlebnisse auch mit anderen teilen zu wollen? Ja, in den letzten 7 Jahren habe ich alles immer mit Drohnen aufgenommen, mit GoPro-Kameras, mit iPhones. Ich habe alles aufgeschrieben, die ganzen Daten und Notizen und coolen Geschichten. Und ich wollte es jetzt einfach mit allen teilen, diese Geschichten, die ich in 7 Jahren durch 70 Länder erlebt habe, und einfach andere Leute inspirieren, es vielleicht gleich zu tun, einfach das Leben zu genießen, rauszugehen und einfach eine gute Zeit zu haben in fremden Kulturen und so seinen eigenen Horizont ein bisschen erweitern. Und was würdest du sagen, was war während dieser Reise dein bester AIDA-Moment? Ja, auch schon vor dieser Reise war Sydney mein absoluter Lieblingshafen in der Welt. Und dann für diesen Hafen durfte ich auf die Brücke und durfte die Einlaufmoderation machen und dann durch den Port Jackson zu fahren und dann auf der linken Seite das Opernhaus zu sehen und die Stadt, die Skyline, und dann sind wir unter der Brücke durchgefahren, das war was ganz Besonderes. Und dann noch das Silvesterfeuerwerk in Sydney, das waren einfach 2 perfekte Tage auf dieser Weltreise. So, das war unser kleiner Rundgang hier über das Schiff und so ein paar Insights zum Backpacken und zum Leben an Bord. Wenn ihr noch irgendwas anderes wissen wollt, dann schreibt mir einfach. Nur 11, legt euch alles unten in die Infobox und dann habt noch eine gute Zeit und auf Wiedersehen! Auf Mauritius sind wir dann wieder mit ein bisschen Verspätung angekommen. Grund dafür war ein medizinischer Notfall. Aber davon haben wir uns natürlich nicht unterkriegen lassen, genauso wenig wie von dem Wetter, das am Anfang doch ein bisschen regnerisch war. Wie ihr sehen könnt, hatten wir wieder einen Mietwagen und damit sind wir dann zum Strand Flic en Flac gefahren, denn von dort aus hatten wir eine Tour gebucht und wir sind extra früh losgefahren, damit wir auch rechtzeitig ankommen. Gebucht hatten wir eine Tour, um mit Delfinen schwimmen zu gehen, was natürlich ein absolutes Highlight auf unserer Liste war. Tatsächlich stand aber bis kurz vorher nicht fest, ob die Tour stattfinden kann, denn es war ja ein Zyklon am Aufziehen. Für uns war das dann Glück im Unglück, denn da unsere Tour nur relativ kurz ging, waren wir mit die Einzigen, die an diesem Tag rausfahren konnten. In der Timmerin Bay angekommen, mussten wir wirklich nicht lange auf die ersten Delfine warten und wie ihr euch vorstellen könnt, waren wir wirklich komplett aus dem Häuschen. Normalerweise ist diese Bucht wirklich voll von Booten, die hierher kommen wegen den Delfinen, und auch unser Boot war wirklich fast leer. Es waren einfach nur Joshua, Tini, Markus und ich. Das war wirklich super exklusiv, denn wir hatten unseren eigenen Fahrer und auch noch unseren eigenen Guide, der dann immer mit uns ins Wasser gesprungen ist. Auch im Wasser selbst mussten wir gar nicht lange warten, bis wir endlich die ersten Delfine zu Gesicht bekommen haben. Und wir hatten an dem Tag wirklich viel Glück, denn wir hatten gleich 2 Sorten, die hier in der Bucht waren. Das waren einmal die kleineren Spinner-Delfine und dann die großen Tümmler, die man auch von Flipper kennt. Ich konnte mir das vorher echt nicht vorstellen, aber die Tiere sind wirklich sehr, sehr zutraulich und die kamen so nah, dass man wirklich einfach nur hätte die Hand ausstrecken müssen. Das war wirklich einfach verrückt, wirklich direkt mit den Tieren schwimmen zu können. Und es war auch immer so, dass man ihre Gesänge wirklich schon hören konnte, bevor man sie dann gesehen hat.
Am Ende war der Ausflug nicht nur super günstig, sondern er war für uns alle wirklich ein absolutes Highlight der ganzen Reise. Wir werden das nie wieder vergessen. Und deshalb, wenn ihr nach Mauritius kommt, ich kann euch das absolut empfehlen, das auch zu machen. Gebucht hatten wir über Adrian's Dream und ich kann den Anbieter auch wirklich jedem weiterempfehlen. Joshua und Tini haben anschließend eine Inselrundfahrt mit dem Mietwagen gemacht und dabei haben sie uns dann am Tamarind Beach nochmal abgesetzt. Denn Markus und ich, wir hatten einfach Lust, nochmal entspannt am Strand ein bisschen Zeit zu verbringen. Leider hat es zwischendurch immer mal ein bisschen geregnet, aber das Wasser war wirklich traumhaft warm, also das Wetter konnte dem wirklich absolut keinen Abbruch tun. Neben dem Strand sind hier auch ein paar Restaurants, also man kann ja auf jeden Fall auch einkehren, wenn man Hunger bekommt. Außerdem ist der Strand auch sehr bei SurferInnen beliebt, also man hat hier auf jeden Fall auch was zu gucken. Wegen der Verspätung wären wir eigentlich nur einen Tag auf Mauritius gewesen, aber da der Hafen von La Réunion wegen des Zyklons gesperrt war, hat der Kapitän kurzfristig beschlossen, dass wir noch einen Tag dranhängen. Wir haben dann ganz spontan einen Ausflug über AIDA gebucht mit allen Highlights der Insel und hier war unser erster Stopp in so einer Bootsmanufaktur und was soll ich euch sagen, Markus war wirklich ganz kurz davor noch eins zu kaufen, aber ich konnte ihn gerade noch davon abhalten. Der zweite Stopp unseres Ausflugs war dann hier der Krater eines Vulkans. Leider war der Krater nicht wirklich zu sehen und auch das Wetter hat wirklich zu wünschen übrig gelassen. Dafür habe ich hier noch einen kleinen Kumpel gefunden, den ich dann direkt ausgesetzt habe, damit er nicht zerquetscht wird. Als nächstes ging es für uns weiter zu einem Hindu-Tempel. Der Hinduismus ist in Mauritius die Religion, die am weitesten verbreitet ist, aber generell lässt sich sagen, dass hier wirklich alle Religionen nebeneinander leben. Also hier gibt es genauso gut auch Christen und Muslime und hier leben alle friedlich miteinander zusammen. Außerdem stand noch dieser Aussichtspunkt auf dem Programm. Von hier aus hatten wir wirklich einen fantastischen Blick über die Berge und über das Tal. Und ganz nebenbei gab es auch noch ein paar Wasserfälle zu bestaunen. Und zu guter Letzt ging es für uns in die Ortschaft Chamarel. Da gibt es gleich mehrere Attraktionen zu bestaunen, unter anderem diesen imposanten Wasserfall hier. Bekannt ist Chamarel auch für seine siebenfarbige Erde. Das ist hier wirklich eine riesige Attraktion, aber ich muss sagen, es war halt einfach bunte Erde. Kann man sich mal angucken, muss man aber nicht unbedingt. Nach allem, was wir in der Südsee gesehen haben, hat mich Mauritius nicht ganz so geflasht. Aber wir hatten wirklich zwei tolle Tage hier und das Schwimmen mit den Delfinen war natürlich unser absolutes Highlight.